Hallo liebe Schüler, im nächsten Kapitel geht es um Flächeninhalt ebener Vielecke. Das, was ich hier mitgebracht habe, schaut natürlich nicht nach dem aus, was wir kennen. Na, vielleicht doch, das hier sollte man kennen, das ist ein Quadrat. Ich habe euch ein Blatt ausgeteilt mit zwei solchen Tangram-Quadraten. Eines davon sollte so belassen, wie es ist und ins Heft kleben und das andere sollte ausschneiden nach den Formen, so wie es jetzt hier gekennzeichnet ist, nach den Farben. Euer ist natürlich schwarz-weiß. Wenn ihr nicht meine Schüler seid, einfach auf diesen Link folgen, da bekommt ihr diese Vorlage auch. Dieses zweite Tangram, das ihr zerschnitten habt, das solltet ihr jetzt genau in diese Form bringen. Das heißt, das Schiff soll draus entstehen. Man muss da ein bisschen hin und her schieben, aneinander anpassen. Es darf nichts überlappen, sondern es muss genau aneinander passen. So wie hier, da ist ja auch nichts überlappend. Und dann kommt man auf dieses Schiff. Ich gebe euch dann später die Auflösung. Das ist Punkt 1. Also so ausschneiden, so hinkleben und so ausschneiden und auch hinkleben. Punkt 2. Ihr sollt den Flächeninhalt von beiden berechnen. Da soll es relativ leicht sein. Es ist ein Quadrat, ihr könnt messen, da kommt man ziemlich schnell drauf. Hier wird es etwas schwieriger, aber mit ein paar Gedankengängen kommt man auch da drauf. Also los geht's. Punkt 1, ausschneiden und so hinlegen und einkleben. Punkt 2, Flächeninhalte bestimmen.